Oho, haha! Herzlich willkommen bei meinem Podcast Die Kraft des Lachens. Infos, Geschichten und heitere Übungen zur Bewusstseinserweiterung und Bewusstseinserheiterung. Jeden ersten Mittwoch im Monat eine neue Folge. Jeden Tag sollte Lächeln und Lachen einen Platz in deinem Gesicht und in deinem Herzen bekommen. Thomas Romano sagt so schön, unser Gesicht sollte immer ein Landeplatz für den Anflug eines Lächelns sein. Und Charlie Chaplin wusste, jeder Tag, an dem du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag. Natürlich ist uns nicht immer und jeden Tag zum Lachen zumute. Selbst Lächeln klemmt manchmal. Es gibt viele Situationen, die uns ärgern oder traurig stimmen. Immer wieder. Krisen, die uns sehr herausfordern und uns unser Lächeln rauben wollen. Wir brauchen jedoch Lächeln und Lachen, um unsere Lebendigkeit zu nähren. Als Kraftfutter, um Probleme leichter bewältigen zu können. Lachen als Motor, Anker und Ventil. Es gibt einen Verein mit dem Namen Heute ist ein Lächeltag. Nicht zu verwechseln mit dem Tag des Lächelns. Der Tag des Lächelns wird seit 1999 an jedem ersten Freitag im Oktober gefeiert. Dieser Tag geht auf den Erfinder des Smileys, Harvey Ball, zurück. Er möchte an die Kraft des Lächelns und Lachens erinnern. Der Verein Heute ist ein Lächeltag ist ein Verein für Lebensfreude und gute Taten. Die erste Vorsitzende der Lächeltag-Crew ist Regina First. Ich freue mich sehr, Regina First in meinem Podcast Die Kraft des Lachens begrüßen zu dürfen. Liebe Regina, wie schön, dass du da bist. Bitte stell dich doch erst einmal vor. Erstmal wirklich vielen Dank für die tolle Einladung. Wir passen ja perfekt zusammen. Ich freue mich sehr über dein Interesse. Ja, ich bin viele Jahre unterwegs, seit 30 Jahren selbstständig. Das Thema Menschliche war immer in meinem Fokus. Sehr im Berufskontext und aus persönlichen Schicksalsschlägen heraus und einer unglaublichen Unterstützung, die wir damals als Familie auch erlebt haben, habe ich gedacht, das möchte ich einfach weitergeben. Ich glaube, geben ist genau wie nehmen. Und so haben wir vor vielen Jahren eben angefangen, was weiterzugeben und haben den Verein gegründet. Heute ist ein Lächeltag. Ja, wie ist es dazu gekommen, zu dieser Gründung? Du hast ja schon angedeutet, dass es mit einem Schicksalsgeschehen zu tun hatte. Vielleicht magst du das nochmal ausführen. Ja, das war total bewegend. Wir saßen im Auto, meine beiden Kinder, 2,5, Katharina und Max 5. Und ich dachte, mich sieht jetzt hier gerade keiner, ne, im Spiegel. Und war ein bisschen nachdenklich, weil es eben gerade eine schwere Phase in unserem Leben war. Und plötzlich sagt Katharina zu mir, Mami, guck doch nicht so traurig, heute ist doch ein Lächeltag. Und das hat mich so bewegt und so berührt. Und dann kam ich zu Hause, habe ich das mit dem Lippenstift an den Spiegel geschrieben, einfach für mich als ja, lächelnder Moment. Mein Sohn konnte früh lesen und buchstabierte das dann so und sagte, ja, da muss ja eine Sonne her. Und dann hat er rumgemalt. Und dann haben wir für uns so intern das gehabt, heute ist ein Lächeltag. Irgendwann wurde er noch ein bisschen älter, hat es noch schöner gemacht. Und dann haben wir gesagt, wir haben immer Patenschaften für Kinder gehabt, wir drei. Dann habe ich gesagt, so, das machen wir jetzt einfach mal. Wir gründen einen Verein, der eben heißt, heute ist ein Lächeltag. Und das habe ich vielen, bevor ich das überhaupt gegründet habe, den Verein, habe ich das immer wieder auch in meinen Vorträgen erzählt, so im Berufskontext. Das werde ich nie vergessen, dass mir ein Kunde irgendwann mal so einen Aufkleber geschenkt hat. Da war noch gar nicht die Sonne, das kannte er ja gar nicht. Ne? Das war nur in Rot. Heute ist ein Lächeltag. Ich weiß genau, ich fuhr damals einen schwarzen Punto und dachte, es ist ja auch nicht so business-like. Ne? Ich klebte immer auf. Und die Geschichte möchte ich unbedingt erzählen. Ich fahre durch Kiel und kennt ja jeder, so ein bisschen Autofahrer-Flirt. Ne? Hinten ein interessanter junger Mann, der grinst mich an, ich grinse ihn an, wie es dann eben so ist. Hat eine Ampel an, will links abbiegen und er ist dann auf der Mittelspur, rennt aus diesem Auto raus an der roten Ampel und klopft an meiner Scheibe. Und ich so, oh mein Gott, was ist passiert? Ja, mach meine Scheibe runter. Grinst mich an, gibt mir ein Küsschen auf die Wange und sagt, heute ist ein Küsschentag. Rennt weg. Und ich so, ich glaube, ich stand die ganze grüne Ampelphase dann noch und dachte, wir brauchen Aufkleber. Und so sind wir dann wirklich reingestartet. Und die Erfahrung, zwar seit 2004 haben wir den Verein, es ist einfach so schön, was wir bewegen können. Von innen und außen, das ist toll.
Ja, das hört sich klasse an. Ja, und auch immer wieder spannend, wenn wir auf die Impulse unserer Kinder reagieren. Das ist manchmal ganz schön schlau. Fast immer. Ich finde, Ja, die sind ganz einfach so großartig. klug und so direkt, es ist gut hinzuhorchen. Ja, und dann auch spannend, was man mit so einem Aufkleber alles erleben kann. Ja, wir haben schon so viele Lächeltag-Geschichten immer wieder gesammelt von Menschen, die den Aufkleber irgendwo haben. Also verschicken den ja oft, der klebt dann auf der Post und dann kommt das nächste Mal irgendwie von einem Postboten oder Postboten ein kleiner Brief zurück, vielen Dank. Und also wirklich total wunderschöne Erlebnisse, die wir bisher schon gesammelt haben. Ja. Ach toll, ja, lächeln und das jeden Tag, das ist schon wunderbar. Ich erlebe Ja. es auch immer wieder, wenn man Menschen mit einem Lächeln begegnet, da passieren einfach schöne Sachen. Also das ist eine ganz andere Begegnung, als wenn jeder nur so aus den Augenwinkeln tut, als würde man die anderen nicht sehen. Ja klar, und es tut einem ja selber gut. Also das ist ja ein Irrglaube zu denken, ich mache was für die anderen und ich kipp da hinten rüber, ne? Sondern das sagte Mutter Therese mal, glücklich ist, wer glücklich macht. Also zu merken, ich bedeute einen Unterschied für den anderen, ich mache irgendetwas und er freut sich, ich sehe dieses Strahlen, das tut mir ja selber gut. Ne? Also Neuronen nehmen wir das ja genauso auf. Also das ist das Gleiche. Und das haben wir jetzt in der Corona-Zeit aktuell ja auch sehr stark erlebt. Wie schön das ist, zu geben, anderen eine Inspiration zu geben, einen Gefallen zu tun, ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Ja, das ist schon was Wertvolles. Du sagst, du bist Botschafterin für mehr Menschlichkeit im Business. Und ich stelle mir die Frage, was hat das auch in deinem Leben verändert? Du hast gesagt, wer bin ich, wenn ich nicht arbeite? Also was hat es für ein Zwischenspiel zwischen dem Business und deinem privaten Leben? Ich glaube, das kennen ganz viele, die uns jetzt auch zuhören. Wir werden so oft, wer bist du, was kannst du, ne? Trainiert tatsächlich durch Schule, durch Ausbildung. Ist ja gut, Fachwissen zu haben. Ich will das gar nicht schlecht reden. Aber die Persönlichkeit, der Mensch, rückt total nach hinten. Ne? Wir sind Funktion. In großen Konzernen haben die Menschen nur noch Nummern. Also, wo ist der Mensch in dem ganzen Getriebe? Und er ist untergegangen aus meiner Sicht. Und ich war genauso unterwegs, habe für mich eine wirklich steile Karriere hingelegt. Ich wusste, dass Erfolg bedeutet, ich folge mir selber, sondern Zahlen, Daten, Fakten. Habe dann für mich eine eigene Lektion gehabt, bin recht krank geworden und habe dann für mich nochmal über eine lange Zeit auch im Krankenhaus wirklich überlegen müssen, ah, wie geht Erfolg denn anders? Kann ich wirtschaftlich erfolgreich sein? Und es ist ja toll, viel Geld zu verdienen, man kann viel spenden. Also, aber mich darüber zu definieren, das ist für mich das Thema. Menschlich und wirtschaftlich erfolgreich zu sein, das gehört zusammen. Und da bin ich viele Jahre wirklich für, naja, nicht ausgelacht worden. Viele, sogar die Beauty-Branche, hat da immer schon hingeguckt auf das Thema Ausstrahlung und Haltung und so. Aber natürlich die Finanzbranche und andere Branchen haben lange gedacht, naja, das brauchen wir jetzt nicht, ne? Also ich bin tatsächlich mal in einem Akquisegespräch rausgeflogen. Da sagte die Dame, ja, ich war auf ihrer Seite. Sie haben ja so einen Lächeltagverein. Also ich weiß nicht, ob sie schon mal ein bisschen tätig waren. Gelächelt wird hier nicht. Darum geht es nicht. Ich glaube, sie sind nicht der richtige Coach für uns. Und ich so, ja, ist interessant. Ich glaube tatsächlich, unsere Werte passen nicht zusammen. So, und das ist jetzt 15 Jahre her. Und jetzt versteht der Mensch, weil es den Mitarbeitern auch deutlich schlechter geht, auch Führungskräften, ne? Keine Resilienz, sehr viel Krankheit, Demotivation. Und jetzt verstehen wir mehr und mehr auch aus der Neurowissenschaft, was braucht der Mensch, um wieder intrinsisch motiviert zu sein. Also die Menschlichkeit in das Unternehmen wieder reinzuholen. Und dafür stehe ich. Und ich bin da so dankbar, dass das immer mehr Unternehmen verstehen, begreifen und völlig anders führen. Ja, das ist wunderbar. Da bin ich auch sehr dankbar für. Das ist dringend, dringend nötig. Ja. Und wie du schon sagst, das gehört zusammen. Es ist ja abstrus zu meinen, das könnte man trennen. Genau diese Trennung ist ja das, was uns krank macht, was zu Burnout und all diesen Sachen führt, weil man sich ja selber dabei verliert. Ja, genau, aber es wird einfach, ich finde, wir haben so eine Art Bewusstlosigkeit dazu, was wir so als Kinder so gut können. Wir kommen ja sozial auf die Welt. Wir haben so eine Ausstrahlung, na, und so viel Lachen, wenn wir so lütt sind, immer Norddeutsch. So, und dann gehen wir eben durch all diese Dinge, die ich ja schon genannt habe: Schule, Ausbildung, Lehre, Studium. Ich bin in allen Branchen unterwegs. Da ist ja nirgendwo das Fach Sozialkompetenz oder wertschätzende Kommunikation oder empathisches Zuhören oder sowas. Das ist vielleicht mal ein Wahlfach und naja. Und dann wird man irgendwann mal Mitarbeiter und irgendwann mal Führungskraft und dann denkt man, ja, wie soll ich die denn führen? Und du kannst nicht führen mit Fachkompetenzen allein, also oder auch gar nicht, könnte ich sagen. Das heißt, diese Bewusstlosigkeit ist jetzt nicht, sie sitzt morgens auf der Bettkante und denkt, jetzt gehe ich mal raus und mache die alle fertig. Das ist ja nicht der Fall.
sondern sie haben das gar nicht auf der Agenda, dass sie als Mensch so einen Unterschied machen. Wie gerne arbeiten wir mit jemandem zusammen, und zwar ganz egal, ob es der Pförtner ist, ob es die Putzkolonne ist, ob es der Vorstand ist, ist völlig Banane. Mensch ist Mensch, der uns einfach auf dem Flur begegnet und uns anstrahlt. Einfach so, ohne dass er was gemacht hat, einfach weil wir Menschen sind. Das wissen wir ja, wie ein Lächeln uns trägt. Und die meisten rennen aneinander vorbei und kriegen sich gar nicht mit, ja, weil wir alle so im Überlebensmodus sind. Und das ändert sich gerade. Und da bin ich heilfroh. Und das wird uns auch wieder auf eine ganz gute Spur bringen und uns auch wirtschaftlich erfolgreich sein lassen. Ja, das ist eine ganz tolle Arbeit. Ich habe mich gerade daran erinnert gefühlt, dass ich eine Podcast-Folge habe, das Glück kommt in die Schule. Da geht es auch um das Unterrichtsfach Glück und was da alles dazugehört, eben diese ganze emotionale Intelligenz, die Achtsamkeit und all das. Es wäre so wunderbar, wenn schon in der Schule solch ein Fach, solches Wissen vermittelt würde. Also so richtig als reguläres Fach, das fällt mir da gerade dazu ein. Das ist was ganz Wertvolles. Den wunderbaren Mann habe ich kennengelernt, mit dem zusammen habe ich mal auf einer großen Schulkonferenz einen Vortrag gehalten, der Gründer vom Schulfach Glück, war Schuldirektor in Heidelberg und hat mir aus der Seele gesprochen und gesagt, wir müssen anders unterwegs sein. Ja, in der ersten Klasse melden sich alle Kinder, Finger fliegen hoch und freuen sich und in der letzten Klasse gehen sie eigentlich, ich übertreibe jetzt mal völlig, ne? Aber ist wirklich die Frage, ich gehe aus der Schule und wer bin ich und was kann ich, was sind meine Talente und Stärke, und das war so seine Beobachtung. Gesagt, wir müssen was ändern, und er war für mich auch ausschlaggebend, dass ich tatsächlich auch wirklich einen Aufruf auch, bei uns können sich Schulen bewerben, ich verschenke einmal im Monat einen Vortrag an Schulen, ab 15, 16-Jährige und auch für Lehrer und oder auch für Lehrer, weil genau darum geht es, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, zu wissen, ich bin nicht meine Note, ne? Energiemanagement, wie gehe ich mit meinen Ängsten um, das ist ja nicht so einfach, Teenager zu sein, das können wir ja alle nochmal. Und das ist toll, wie viele Lehrer jetzt in diese Ausbildung reingehen seit Jahren. Und ich habe neulich einen Vortrag in Frankfurt gehalten und habe auch darüber gesprochen, in Glück eine Eins. Und da kam ein junger Mann danach auf mich zu und sagte, ich habe das gemacht, ich habe dieses Fach gehabt und es hat mich so unglaublich unterstützt. Weil das ist eine Lebenskompetenz. Ich weiß, als das damals eingeführt wurde, gab es ein Interview in einer Zeitschrift. Und da hat ein junger Mann, 16-Jähriger, wurde dann von einer Journalistin gefragt, mal ganz ehrlich, ja, lernen Sie für dieses Fach, so unter dem Motto, was soll das jetzt wieder? Und dann hat der gesagt, natürlich lerne ich für das Fach. Oder glauben Sie, ich will in Glück eine 5. Aha, ach, das ist eine tolle Antwort. Nee, ich will in Glück eine 1. Ja, und ich bin wieder seines Glückes Schmidt. Ich habe selber was. Ich kann es beeinflussen. Also ganz toll. Ja, das ist wie bei dem Lächeln und dem Lachen, so ist es auch mit dem Glück. Das wird so, eigentlich sind das Kostbarkeiten, jeder möchte es gerne machen, jeder möchte es gerne haben und gleichzeitig wird es so schiefmütterlich behandelt. Das ist schade und ich bin ganz beglückt, dass du dich da dieser Sache widmest, dass es so eine Schule mittlerweile gibt, dass das Glück mehr in die Welt und zu den Kindern kommt, die dann ja als Erwachsene es auch wieder anders weitergeben. Ja, ganz genau. Ganz genau, ist eigentlich ganz einfach. Eigentlich ganz einfach. Es könnte so einfach sein, ne? Ja. Jetzt kommt Werbung für ePrimo Grünstrom Community. In der ePrimo Grünstrom Community werden Kunden mit lokal in Deutschland erzeugtem grünem Strom versorgt und das zu einem günstigen Preis. Bei der aktuellen Kundenzahl werden so schon jährlich 1.800 Tonnen CO2 gespart. Je mehr Leute mitmachen, umso mehr wird eingespart. Infos findest du dazu bei zukunft.click/eprimo21. Werde zum aktiven Unterstützer der Energiewende in Deutschland und das zu einem günstigen Strompreis. Und nun heiter weiter. Ja, welcher Vision folgst du bei den Aktionen des Vereins? Also wir haben zwei Punkte. Wir gehen an die innere Haltung, dieses, was ich eben auch schon sagte, jeder seines Glückes Schmied. Ne, unsere Vision wirklich, dass jeder so einer Selbstwirksamkeit, Selbstkompetenz, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein für sich hat, dass er für sich weiß, ich kann selber für mein eigenes Glück sorgen. Hat ja was mit Einstellung, also Haltung zu tun. Und dann haben wir aber auch diese Hands-on-Projekte sehr, sehr stark. Also die Vision ist innere Haltung und äußeres Handeln. Und gehen einfach in Projekte rein und unterstützen Menschen, überwiegend Kinder in Not,
nicht immer auch in Not. Also wir haben zum Beispiel auch das Projekt Klasse 2000. Da unterstützen wir einfach, dass die Kinder bewusster sind. Ne? Das heißt, es ist also eine gute Ernährung. Wie kann ich Menschen, die mir nicht gut tun, auf Distanz halten? Was ist eine Freundschaft und all diese Dinge? Also eine Selbstkompetenz sozusagen zu erlangen. Und das, dieser Vision folgen wir wirklich mit einer tollen Lächeltag-Co mit unseren Mitgliedern. Jedes Mal aufs Neue, jeder kann Lächeltag-Projekte reinbringen als Idee und wir schauen dann und gucken. Was wir nicht so stark machen, das sind Einzelschicksale, weil wir haben natürlich eine Wahnsinnsflut an Anfragen. Ne? Jetzt ist jemand, hat seine Arbeit verloren oder das. Aber das ist nicht so einfach für uns, wirklich zu recherchieren, was steckt dahinter und was können wir jetzt tun. Dafür haben wir aber viele Kunden, die vor Ort Lächeltag-Aktionen machen, die dann durchaus recherchieren, wo kann es hin. Es ist ein Hospiz, ne? Es ist ein, passt, dass ich jetzt mal ein Beispiel erzähle. Ja, gerne, gerne. Ich hatte vor einigen Jahren, also ich spende immer einen Teil meines Vortragshonorars auch mit rein. So, und dann hatte die, es war eine Friseurin in der Nähe von Frankfurt und die fand die Idee so gut, dass sie gesagt hat, ich möchte alle meine Kunden einladen, ich möchte vom Eintritt so und so viel Euro auch spenden. Und dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir das zusammen und was für ein Projekt wollen wir haben. Und dann lasse ich natürlich den Kunden vor, das ist ja seine Werbung auch. Und dann kam sie auf die Idee, für die Frühchenstation so eine ganz Mini-Spritze, weil den Frühchen, die sind ja so handklein. Wir hatten einen Oberarzt da, der dann mit Bildern auch kam und sagt, was er braucht. Das heißt, wir konnten an dem Abend, also der Eintritt, die Teilnehmer konnten freiwillig nochmal spenden. Also ich hatte einen Vortrag über Business gehalten, über Ausstrahlung und über Führung. Und dann wurde der Oberarzt eben eingeladen und wir haben eben für eine, ich kann das nicht fachlich mehr genau ausdrücken, eine Mini-Spritze, weil den muss jeden Tag Blut abgenommen werden, diesen kleinen Würmchen. Und dass das unvorstellbar wehtut, kann sich ja jeder vorstellen. Und da gab es eben eine Innovation, die hat sehr viel Geld gekostet. Und als der dann auch noch kam, ja, dann haben die Menschen haben so gespendet, dem sind wirklich die Tränen dann gegangen. Und das ist toll für den Kunden, das ist toll für den, der das Geld bekommt. Und das macht mich so wahnsinnig glücklich. Aber wenn ich dann nach Hause fahre und denke, das war einfach sinnvoll. Also wo die Vision ist immer da, wo können wir wirklich helfen? Und das muss für alle gut sein. Ne? Für jeden. Ja. Ja, großartig. Toll, toller Ansatz. Ja, super, dass du das so machst. Kann man nur weiter als Anregung geben, dass jeder sich überlegen kann, wo ist sein Spielraum, wo kann er sich einbringen. Du hast jetzt die Schule erwähnt, du hast Hospiz erwähnt. Ich glaube auch Krebshilfegruppen sind euer Bereich. Genau. Was kommt sonst noch so da in Frage? Also wir haben Langzeitprojekte wie das Projekt Klasse 2000. Da haben wir jetzt hier bei uns in der Nähe im Norden alle Schulen, als Grundschulen, ne, alle Schulzweige übernommen, sodass sie jetzt sogar Schule 2000 geworden sind. Das ist also eine externe Dame, kommt dann immer, das ist auch ein Verein, Klasse 2000, kommt dann wirklich monatlich rein oder in einem bestimmten Rhythmus und lehrt eben ganz andere Stoffe. Da haben die Lehrer gar keine Zeit zu und die Lehrer unterstützen das unglaublich. Und die Kinder haben eine Entwicklung, das ist super. Ich war neulich beim Sport und da kommt eine Mutter auf mich zu und sagt, hör mal, bist du hier nicht die Lächeltag-Tante? Und ich so, ja. Und dann sagt sie zu mir, meine Tochter ist nach Hause gekommen und hat gesagt, du hättest doch gleich sagen können, dass Pommes nicht gut sind. Wieso essen wir denn Pommes? Und zwar war dann diese Dame von der Projektklasse 2000 da und dann, ich war auch ein paar Mal dabei. Dann ist so ein großer Körper, wird dann wirklich auf den Fußboden gelegt, dann wird so eine Pommes oben reingeschoben. Dass die Kinder wirklich sehen, wie verdaut man die und wo bleibt das alles hängen und was ist eine gute Ernährung. Und das sind wirklich so tolle Geschichten, dass die Kinder ganz viel über sich lernen. Auf der Webseite haben wir auch ein Interview gemacht mit den Kiddies. Da hat eben auch eine gesagt, so, ich habe auch gelernt, den Unterschied zwischen falschen und richtigen Freunden zu finden. Ein nächster sagt, mein Körper gehört mir. Ich kann gut Nein sagen, wenn ich nicht angefasst werden will. Und wenn nur ich nicht jemand die Haare aus dem Gesicht streicht im Supermarkt, da kommen ja manchmal Menschen drauf, ne? Dem Kind, die einfach die Haare. Ich will jetzt noch von anderen Dingen gar nicht reden. Also das ist unser Langzeitprojekt. Da sind wir immer dabei. Wir haben jetzt ganz aktuell durch die Corona-Situation sind durch Homeoffice, dadurch, dass die Eltern mit den Kindern zu Hause waren, wissen wir alles, war eine angestrengte Situation. Unterstützen im Moment auch sehr stark den Kinderschutzbund, übernehmen Patenschaften, also finanzieren Patenschaften. Diese Paten helfen eben den Kindern und damit der Familie einfach in schwierigen Situationen, sind sie eigentlich ein Ansprechpartner. Aber wir sind genauso gut im Hospiz und haben von Patenschaften genommen über Geschwisterkinder in der Sternbrücke. Also ganz, ganz unterschiedlich von Projekte, die wir haben.
Also überall, wo man gut helfen kann, mit einem Ja. Lächeln und mit unterstützendem Geld und guten pädagogischen Material und. Genau. Was verbirgt sich hinter Veranstaltungen wie mit dem Titel Mit Herz und Haar gelächelt oder In Lächeln einer Eins oder Flug in die Herzen oder Ein Lächeln auch in schwierigen Zeiten? Was verbirgt sich dahinter? Ja, das sind auch so kleine Geschichten. Wir haben zum Beispiel einen Lächeltag-Mitglied, der eine schwierige Krebssituation und hat für sich, also sie hat einen Lächeltag-Becher an ihrem Krankenbett gehabt, durfte sie auch an jede Krankenschwester, die reinkam, jeder Pfleger, jeder Arzt sagte, du, was ist das für eine tolle Tasse, ne? Ja, und dann ist sie gesund geworden und ist da raus und hat sich sehr wohl gefühlt in dieser Klinik. Und hat dann dieser ganzen Ärzteschaft, also hat sie selber finanziert, hat die Lächeltagbecher gekauft und dorthin gebracht. Und das ist natürlich eine tolle Aktion. Das heißt, die Lächeltagbecher sind auch in diesem Wartebereich, jetzt Corona-mäßig wahrscheinlich nicht mehr, aber davor. Und es ist jedes Mal, sind die Menschen wirklich am Lächeln oder die Friseurin war auch eine tolle Idee. Die hat dann über Advent gesagt, wir möchten gerne Punsch verkaufen im Lächeltagbecher. Und dann wurde das eben zusammen in einem größeren Preispaket gepackt und hat das alles gespendet. Und meistens suchen wir dann zusammen vor Ort ein Projekt. Wenn der Akteur nicht selber eine Idee hat, dann gucken wir eben, was braucht es in dieser Stadt. Davon haben einfach die Kunden deutlich mehr, finde ich, ne? Wenn sie das vor Ort auch machen können, damit sie auch die das Strahlen der Kunden bekommen und auch wissen, was sie für sich gemacht haben. Also es sind wirklich total unterschiedliche Themen und wir haben auf der Website auch so tolle Geschichten bis hin, ich weiß nicht, ob das toll ist, aber es hat mich total berührt, dass eine Schwester von einer verstorbenen Frau, die nicht so alt war, uns geschrieben hat und gesagt, meine Schwester hat den Verein geliebt, hat so viel Tolles erlebt. Also gar nicht über uns. Sie hat einfach die Lächeltag-Aufkleber so viel verteilt. Ne? Der hat gar nicht so viel mit uns zu tun gehabt. Und auf ihrem Grabstein steht, heute ist ein Lächeltag. Nein, Hat das ist mich, ja ein die Geschichten Ding. sind alle da zu lesen, auch unter Lächeltag-Stories. Und das ist wirklich, ja, was soll ich sagen? Das war unglaublich berührend. Ja, das passt ja genau zu meinem Herzstück-Thema. Mein Thema ist ja immer Lachen und Weinen zusammenzubringen. So wie in meinem Buch Lachen trotz und alledem darf ich lachen, wenn ich traurig bin. Ja. Und da liebe ich ja genau solche Geschichten, dass sich jemand traut, das miteinander zu verbinden und auch immer wieder zu sehen, wie wohl das denen tut, die da einen Umgang mitfinden müssen mit dieser Traurigkeit. Das ist doch toll, wenn man da steht und nochmal lächeln kann. Das stimmt. Also als ich das erste Mal bei der Sternbrücke war, ich las von der Sternbrücke von, ich weiß nicht, 15 Jahren oder so in Hamburg Hospiz, die sich eben auch sehr um Geschwisterkinder kümmern. Da habe ich gedacht, da kann ich nicht reingehen. Ich kann ja nicht mit dem Slogan, heute ist ein Lächeltag, in ein Kinderhospiz gehen. Ich hatte da wirklich totale Hemmung und bin ich da mal hingegangen. Und das ist eine wunderbare Crew tatsächlich auch. Frau Nagel hatte ich dann damals getroffen und dann hat sie genau das gesagt, was du gerade sagtest. Das ist das, was wirklich bleibt, ne? Dieses Lächeln. Und dann haben wir wirklich auch große Aktionen da zusammen gemacht. Das ist genau wie du sagst, das gehört zusammen, aber für den, der trauert, ist das erstmal nicht so leicht verständlich vielleicht. Ja, und auch da gilt es, viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Also da, das ist so, wie gesagt, so mein Herzstück, die Leute zu ermuntern und zu ermutigen, es zu tun und nicht zu meinen, man tut was Unmoralisches, was man nicht da ist. Das ist so viel mit Verboten besetzt. Und da gilt es auch wirklich gut aufzuräumen, dass Ja. man sich da wieder der Kraft des Lächelns und Lachens, ja, sich aneignet, eben auch in schweren Zeiten oder gerade dann. Ja, gerade dann, ne? Und Ja. zu merken, wie gut es mir selber tut, und das kann ja wirklich jeder von uns. Wir alle können, wenn wir auch immer auf den anderen schauen, einfach ihm ein Lächeln schenken. Ja, ganz Das genau. einfach absichtslos, weil ich das selber hier abbekomme. Meine Glückshormone gehen ja in Gang, ja, und einfach nur so ein Blick. Wie ein Kind, ja, absichtslos einfach mal anlächeln, ohne ich will einen Lolli haben, oder ich will mal einen Mantel oder so, einfach so. Das ist so ein so großes Geschenk, das kennt ja jeder von uns. Wir können Ganz das schenken genau. jeden Tag. Ja, genau, immer von neuem. Ja, an dieser Stelle finde ich, passt es gerade sehr schön, dass wir ein paar Lach-Yoga-Übungen machen. Weil wenn es mal nicht so ganz einfach ist mit dem Lächeln, wie ich am Anfang ja schon gesagt habe, manchmal klemmt es ja auch, man möchte so gerne und es geht nicht so richtig, dann kann man sich die Lachcreme zunutze machen. Die empfehle ich immer und immer wieder gerne, dass wir in der linken Hand uns vorstellen, dass wir eine Dose haben.
Du kannst da gerne mitmachen und die Hörer und Hörerinnen auch. Wir haben auf der linken Hand eine Dose. Nehme mit den rechten, mit den Fingern der rechten Hand ein bisschen von der Creme, der Lachcreme. Und die schmieren wir uns vom Mundwinkel Richtung Ohr. Haha. Bei beiden Seiten, vom Mundwinkel Richtung Ohr. Und ganz mit Magie geht mit der Creme der Mundwinkel nach oben, der rechte und auch der linke. Dann kann man mit beiden Händen gleichzeitig nochmal cremen und sich dann ausstreichend zu den Ohren feststellen. Dort fixieren wir die Mundwinkel, dass die auch eine Weile oben bleiben. Und dann haben auch die Endorphine Zeit, ausgeschüttet zu werden und dass wir aus dem gespielten Lächeln dann noch ein echtes machen. Die Lachcreme, immer wieder schön. Auf meinem YouTube-Kanal Lachyoga Silvia Rössler könnt ihr euch das auch anschauen. Dann möchte ich noch eine dynamische Übung machen, die heißt Ich bin munter, ich bin fröhlich, ich bin froh. Bei Ich bin munter strecken wir die Arme nach vorne lang aus, bei Ich bin fröhlich strecken wir die Arme seitlich lang aus und bei froh schmeißen wir die Arme nach oben und springen in die Luft. Also es geht los mit Ich bin munter, Arme nach vorne, ich bin munter. Die Arme seitlich, ich bin fröhlich. Und dann nach oben die Arme und hochspringen, ich bin froh. Nochmal, ich bin munter, ich bin fröhlich, ich bin froh. Ja, und wenn man steht, kann man sich vorstellen, dass man unter dem Boden sich das Lachen, das kitzelt unter den Fußsohlen und dann kann man sich das Lachen aus den Fußsohlen nach oben durch die Beine, durch den Körper so weit hochschütteln, bis es aus dem Mund raushüpft und wir dabei hochspringen. Also stellt euch doch bitte vor, ihr habt die Füße fest am Boden, unter den Fußsohlen kitzelt langsam ein Lachen oder ein Lächeln ganz sanft und es kitzelt sich langsam die Beine hoch. Es kommt immer höher. Und dann hüpft es fröhlich aus dem Mund. Dabei kann man auch dann noch hochspringen. Und das Ganze möchte ich mit einem fröhlichen, bestätigenden Ja stärken. Das Ja ist ja auch eine ganz starke positive Kraft. Wir sind ja oft Meister im Nein, Nein, Nein oder vielleicht. Und das Ja, das braucht auch seinen Platz. Und dafür können wir mit den leichten Fäusten auf unser Brustbein trommeln. Dann gehen die Arme langsam hoch und mit einem kräftigen Ja ziehen wir die Arme runter. Und im Stehen kann man dann zusätzlich noch ein Knie hochziehen. Das macht dann die meiste Power. Also lade ich euch dazu ein, mit mir das kräftige Ja zu machen. Wir fangen mit dem leichten Trommeln auf dem Brustbein an. Arme gehen hoch. Und ja. Nochmal. Ja. Ja, da kann das Ja doch richtig Spaß machen. Und es geht ja um das Lächeln. Da möchte ich euch auch noch zu einem kleinen Experiment einladen. Liebe Regina, vielleicht magst du auch mitmachen. Sehr gerne. Dass wir ganz langsam und genüsslich das Wort Smile aussprechen. Die Betonung auf dem I. Und wir können uns dabei vorstellen, dass wir das Wort uns regelrecht genüsslich auf der Zunge zergehen lassen, dass es sich langsam auf unsere Lippen schmiegt und da mal schauen, was passiert. Ich mache es einmal vor, damit ihr nochmal eine Idee von der Betonung bekommt. Smile. Und dann lade ich euch ein, es gemeinsam mit mir zu machen. Smile. Merkst du, wo die Mundwinkel bei dem I hingehen? Schön hoch. Ja, das ist das Witzige beim I. Im Alltag ist I ja oft eine Äußerung für was Unangenehmes. I, ist das eklig? I, das mag ich nicht. Und dabei gehen beim I die Mundwinkel am allerhöchsten. Das kennen wir ja auch beim Fotografieren. Da nutzen wir das ja beim Cheese, ne? Oder bei anderen Wörtern immer mit der Verstärkung mit dem I. Und beim Smile, wichtig, dass wir das, wenn wir das so aussprechen, das L spät aussprechen. Und dann gehen die Mundwinkel nämlich sonst wieder runter. Ja, schön. Ja, so kann man sich ganz leicht die Mundwinkel hochziehen. Und wir wissen ja, wenn die hochgehen, da fängt ja schon die ganze Chemie in unserem Kopf an, dass die Glücksbotenstoffe ausgeschüttet werden. Also man kann sich das Lächeln auch wirklich hinzaubern. Auch wenn einem noch gar nicht so recht danach ist. Es ist immer wieder die Sache der Entscheidung. Möchte ich das denn haben? Möchte ich das denn machen?
Ja, ich glaube auch, habe ich die Macht dazu, ne? Also manchmal denken wir wirklich, von außen muss was passieren und dann bin ich glücklich oder habe einen Grund zum Lachen und zum Lächeln. Aber einfach aus sich selber heraus und so eine Dankbarkeit zu gehen und sich so ein Lächeln zu schenken, das ist einfach, dass ich das selber machen kann und selber meine Chemie beeinflussen kann in mir. Das ist eben nicht für alle klar. Ich habe lange nicht gewusst, dass jeder seines Glückes Schmied, ich habe vorhin gesagt, dass wir das selber in der Hand haben. Da passt natürlich Lach-Yoga unter anderem super dazu. Ja, da bin ich auch der Gelotologie, der Lachforschung sehr dankbar, dass die Forscher so viel rausgefunden haben und damit vieles erklärbar ist. Und damit haben wir viel Freiheit, weil wir darum wissen, was wir tun können. Na, dass es wirklich definitiv so wirkt. Genauso umgekehrt, ne? Wenn wir immer nur runtergucken, die Arme hängen lassen, die Mundwinkel nach unten gehen, kann ich mich super schnell in einen schlechten Zustand bringen. Also Körper, ich habe viele, viele Jahre Sami Moicho erlebt, er war mein großer Mentor zum Thema Körpersprache und ja, die Körpersprache hat einen riesen Einfluss auf die Stimmung. Was? Genau wie du gerade uns die Übung gezeigt hast, dann bringe ich mich in eine positive Situation rein. Ich erlebe im Coaching aber auch tatsächlich Menschen, die nicht trauern können, die zugemacht haben, die nicht fühlen wollen, aber eine Sehnsucht danach haben. Und das kann tatsächlich auch durch eine Körpersprache, wie ich es gerade sagte, ne, dieses Runtergucken, die Schultern, also verschiedene Positionen einzunehmen, um dann zu sagen, und ich kann auch diesem Gefühl mal lauschen, ne, diese Trauer oder dieses traurige Sein. Auch das, finde ich, braucht Platz im Leben. Also Ja, auf jeden sehr, Fall. sehr schön. Und das bedeutet ja, ein selbstbestimmtes Leben zu leben. Genau. Ja, es ist wichtig und gut, dass du das nochmal ansprichst, weil das wird ja oft so gedacht, wenn es um das Thema Lachen und Lächeln geht, dass es von uns gewünscht ist, dass nur noch ein strahlendes Lachen und Fröhlichkeit verbreitet wird. Das ist natürlich das Hauptthema, was wir jetzt hier haben, aber natürlich hat alles andere auch seine Berechtigung. Wie ich schon gesagt habe, mein Kernthema, das mit dem Weinen, dem traurigen Zustand auch zu verbinden. Ganz, ganz wichtig. Alles muss und darf gelebt werden. Sonst würden wir uns ja auch krank machen. Ja klar, was ist meine Ehrlichkeit, ne? Mir selbst gegenüber? Genau, das Ehrliche, das Authentische, das ist ja der Kernpunkt, kann man ja eigentlich sagen, ne? Ja, genau. Du hast einen wunderbaren Ansatz bei deiner Arbeit, vom Ich zum Du zum Wir. Alles beginnt bei uns selbst. Und inwieweit fließt das alles in deine Arbeit und auch in die Vereinsarbeit ein? Mein großes Thema ist die Authentizität. Und zwar etwas vorzuleben, ohne viel zu reden. Also, wenn ich reinkomme, wenn jemand reinkommt und du spürst, hat einfach eine Haltung von, ich interessiere mich für den anderen, ich kann dem anderen jetzt Raum geben, ne? Oder jemand kommt rein und du merkst schon in einem Dialog, der wartet nur darauf, dass der andere Luft holt, sondern der Motto, wer Luft holt, hat verloren. Wie soll ich Ha seine Sätze platzieren? Wir spüren das ja. Das, ne? Also das, wir wissen aus der Forschung, 5% Bewusstsein, 95% Unbewusstes. Das heißt, das hat extrem viel mit der Haltung zu tun. Und vom Ich zum Du zum Wir heißt natürlich auch im Verein, nur wer wirklich Lust hat, dabei zu sein, nicht immer guckt, was ist denn für ihn übrig, ne? Sondern Menschen, die gut mit sich sortiert sind, die haben einfach eine große Freude, mit beiden Händen zu geben. Und wir schauen natürlich sehr, sehr genau, und das haben wir auch schon erlebt im Verein, die es einfach gerne nutzen, um nach außen zu sagen, ja, ich hier, na, tu, bin total sozial engagiert, schreit aber seine Kinder an, kann auch mal passieren, ich will jetzt nicht heilig reden, aber wenn das Verhalten bei geschlossener Tür anders ist als Leitbild nach außen, darum geht es uns. Also da gucken wir auch sehr stark hin, auch wenn Unternehmen eine tolle Aktion mit uns machen wollen, da ist immer das Interview auch wirklich, was ist dein Antreiber, warum und wofür? Und wenn wir dann spüren, dass es geht einfach nur darum, lieber keine Anzeige in einer Zeitung zu platzieren, sondern über eine gute Aktion zu berichten und dass da alleiniger Antrieb ist, ne, ganz egal eigentlich, wo das hingeht, dann passt das einfach nicht so gut. Das haben wir super selten erlebt. Also vom Ich zum Du zum Wir treibt mich durch das ganze Leben. Da habe ich eben auch schon ein paar Sachen zu gesagt. Ich glaube tatsächlich, dass wir das Wort Egoismus zu einseitig negativ uns anschauen. Das ist ja fast ein Schimpfwort, ne, du Egoist. Und ich glaube, dass es eben beide Pole gibt. Also ja, es gibt den negativen Egoisten, der sich überhebt über andere und den Rest fertig machen will. Aber aus meiner Erfahrung heraus kommt das auch immer aus einer Kleinheit. Der positive Egoist, das steht schon in der Bibel, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das hören wir im Flugzeug, ne? Und in dem unwahrscheinlichen Fall eines Druckverlustes setzen sich erst selber die Sauerstoffmasken auf. Das heißt, wenn ich erstmal mich sortiere, mich rette,
Wenn ich gut aufgestellt bin, dann habe ich automatisch den guten Blick für den anderen. So ein ganz alter Spruch, kennt vielleicht auch noch viele, wie man sagt, wer in sich ruht, gerät nicht außer sich. Haha. Das ist der positive Aspekt eines positiven Egoisten, sagen, ich kümmere mich erstmal darum, dass ich selber gut sortiert bin, eine gute Haltung habe, gut geerdet bin, nicht jede Einladung zum Streiten annehme. Und dafür können wir ja selber sorgen. Aber wenn ich selber im Überlebensmodus bin und rausgehe und nur darauf warte, dass mir jemand den Einkaufswagen in die Kniekehle schiebt oder die Ampel schon wieder rot ist und ich dann anfange, hochzufahren und vielleicht auch laut zu werden. Und das ist das, was in meinem ganzen Leben einen riesen Einfluss hat. Sicherlich auch durch meine Geschichte mit Ende 20 so krank gewesen zu sein, weil ich habe früher gedacht, vom Wir zum Du zum Ich, ne? Irgendwie komme ich irgendwann später auch nochmal vor in meinem Leben. Und die Reihenfolge war einfach nicht gesund und die ist auch nach wie vor nicht gesund. Ich mache ja auch viel im Fußball, ich bin auch ein Fußballcoach und das finde ich auch immer ganz interessant, dass die, die immer so gerne in der Zeitung stehen, ja, was für ein toller Pass und wie sie wieder sich reingegeben haben, das ist eigentlich, das ist so ego-gesteuert. Es gibt so tolle, grandiose Fußballer, die einfach wissen, dass sie den besten Pass gegeben haben und deswegen der andere Tor machen konnte. Das muss nicht in der Zeitung stehen, ne? Das muss auch nicht laut sein, sie wissen um ihren Anteil. Und das finde ich, ist ein total schöner positiver Egoismus, dass wenn ich weiß, oder wenn jetzt die Zuhörer wissen, welchen großen Anteil sie geleistet haben, damit wieder Frieden in der Familie ist, ne, oder es alles wieder besser läuft, es ist schön, jemand sagt, das hast du toll gemacht, aber es ist doch schön, ich weiß das für mich selber. Also vom Ich zum Du zum Wir ist der Weg, den wir auch im Sport kennen. Jeder muss auf seiner Position einen guten Job machen, den Ball aber auch abgeben, wenn der andere besser steht, weil wir wissen, wir können das Spiel im übertragenen Sinne nur als Team, als Familie, als Unternehmen gewinnen. Ja, das treibt mich natürlich auch im Verein. Ja, du hast ein buntes Potpourri, was du alles machst. Aber es durchzieht halt immer die gleiche Haltung. Das ist das Spannende. Ja, ich finde das nochmal ganz interessant, dass du diese Sauerstoffmaske im Flugzeug ansprichst, weil das ist bei mir erst wenige Jahre her. Das ist wirklich verrückt. Ich meine, um die Dinge weiß ich ja auch so, aber das Wissen und das Wissen wissen wir auch, das ist oft zweierlei. Es gibt ein Wissen vom Kopf und eins, wo es der ganze Körper begreift. Und ich hatte das halt im Flugzeug, dieses Erlebnis, dass ich gedacht habe, ich gebe die Sauerstoffmaske erst meiner Tochter und dann mir. Und mein Freund guckte mich groß an und sagte, natürlich gibst du dir erst selber diese Maske. Sag ich, wieso ich mir erst selber? Das geht doch gar nicht. Ja, sagt er, wenn du keine Luft mehr hast, dann kannst du deiner Tochter keine Maske mehr geben. Das war für mich so ein Aha-Moment, wo ich gedacht habe, oh, das war nochmal ein ganz wichtiger Baustein. Das ist unglaublich. Also ich musste ja manchmal jetzt noch selber drüber lächeln, dass ich gedacht habe, musste ich da so lange warten, dass ich das so verstanden habe? Ja, das ist natürlich auch lieb gemeint jetzt von dir, ne? Aber letztendlich, wenn du in der besten Position bist, also wenn man eine Ausbildung macht zum Unfallhelfer zum Beispiel, dann lernst du auch erstmal nur, dich selber zu schützen, weil du damit auch einfach mehr und länger helfen kannst. Ganz genau. Und diesen Aspekt mit reinzunehmen, ohne dass der andere denkt, na toll, was für ein Egoist, ne? Kümmert sich erst um sich selbst. So schnell werden wir ja immer abgebügelt mit diesem Kommentar. Und aber zu wissen, ich kann das selber machen. Ich zum Beispiel starte jeden Morgen erstmal mit einer Meditation, wenn ich wach werde und schaue, wofür bin ich dankbar oder mache irgendetwas so für mich, dass ich gut genährt bin, für mich selber. Und dann gehe ich raus und dann bin ich eben nicht permanent in Gedanken und vergesse vielleicht Menschen zu grüßen. Na klar, passiert mir das auch. Ja? Ich habe genauso wenig Bewusstsein wie alle anderen auch. Das ist ja mein tägliches Aufstehen, bewusster zu werden. Aber je mehr wir bei uns sind, je mehr Raum können wir dem anderen auch geben, ohne diese Wenn-Dann-Falle oder ohne dass wir Erwartungen haben, die immer zur Enttäuschung führen. Ne? Also dieses Geben, ohne nehmen zu wollen. Das läuft ja meist unbewusst ab. Und das ist aus meiner Erfahrung heraus das Tollste, was man machen kann. Der andere muss sich erst mal dran gewöhnen. Also, das ist auch klar. Weil ich habe so viele Menschen erlebt, die so enttäuscht sind, die sagen, ich habe immer alles für den gemacht oder für die Nachbarn oder für meinen Kollegen. Ne? Und jetzt hat er nichts für mich gemacht. Dann sagt, ja, aber hast du dem gesagt, du hast ein Konto aufgemacht? Der hat vielleicht gedacht, du hast es getan, weil du Lust drauf hattest. Und nicht ein Konto zu machen, ich helfe dir und jetzt hilfst du mir, weil dann sag es auch vorher. Ne? Das kennen wir ja, glaube ich, alle. Also, ja, vom Ich zum Du zum Wir, das ist für mich eine ganz gesunde Haltung. Und jetzt diese neue Generation, die Jungen, die finde ich überhaupt grandios, wie die unterwegs sind. Da merke ich immer wieder, vielleicht auch Ältere sagen, naja, es gibt es doch gar nicht jetzt. Ja, es ist ja wirklich sehr eingebildet. Und ich so, nein, ich glaube nicht. Wenn jemand für sich weiß, was er wirklich möchte
Aber in der Zeit, in der er bei dir arbeitet, 100% gibt, ne, und nicht die Flurfunkgespräche mitmacht und in der Teeküche mit allen anderen lästert, sondern einfach sagt, hier, ich will 5 Stunden Gas geben und dann will ich aber auch Papi sein oder Mami sein. Warum soll das nicht genauso gut gehen wie jemand, der 12 Stunden da ist, aber gar nicht effektiv ist? Also wir haben jetzt mit der neuen Generation auch eine Herausforderung, dass Menschen einen guten Ich-Blick auf sich haben, ohne dass wir es immer gleich in die falsche Schublade packen müssen. Genau, wird mal mit aufgeräumt mit dem Genau. negativen, egoistischen, sondern auch der positive Blickwinkel wird Ja, gestärkt. klar, Gut. hat immer eine Waage, ne? Aber ich habe wirklich vor 5 Jahren, also wahrscheinlich würde ich es heute auch noch erleben, dass jemand sagt, das gibt's doch gar nicht, da habe ich jemanden eingestellt, ja, gerade von der Uni ein Traumexamen hingelegt, jetzt ist er da und will in Elternzeit gehen. Also was ist denn das für ein Kern? Ich so, Moment mal, ist das jetzt die richtige Position, die richtige Aussage von einem Personaler? Wieso denn nicht? Aber das war wirklich in so einer Generation drin, also das geht gar nicht, ja. Da ist er doch so toll, jetzt geht er in Elternzeit und wir müssen uns alle verändern. Das ist, ja, das ist ein großer Prozess, ne? Die alte Führungskultur und die neue Führungskultur. Wir alle haben einfach viel miteinander zu lernen. Und ich glaube, je mehr man bei sich ist, je klarer die eigene Haltung ist, je freundlicher wir gewaltfrei kommunizieren können, einfach sagen, was wir so denken und fühlen. Je klarer sind wir auch sichtbar für den anderen. Das macht es einfacher. Ja, das ist praktisch meine Frage, die ich jetzt noch so stellen wollte, eigentlich schon ganz gut beantwortet. Ich habe nämlich fragen wollen, wie deine Arbeit für dich ganz persönlich Veränderungen gebracht hat. Aber ich glaube zu hören, dass das bei dir wirklich auch direkt ineinander übergeht. Also, dass deine Arbeit mit Business, deine Arbeit mit dem Verein, dein persönliches, das ist ganz dicht verwoben und die Haltung ist überall grundsätzlich, kann man so sagen, die gleiche. Stimmt das Ja. so? Ja, das hast du toll gesagt. Als ich das erste Mal meine Kinder mit hatte, die haben mich oft begleitet früher zu den Vorträgen, machen sie jetzt auch noch, aber jetzt machen sie mit, halten auch mit Vorträge. Aber damals sagte Maximilian, werde ich nie vergessen, ist so eine große Tournee für Wella mitgefahren mit anderen Trainern und dann war er da mit dabei und dann geht er nach hinten und sagt, hey, du redest ja wie beim Frühstück, also dafür kriegst du Geld, ne? So, ist doch gar kein Unterschied. Und da habe ich wirklich gelacht und das mag ich aber auch. Natürlich ist das beim Vortrag eine andere Kraft und ein anderes Wording, aber die Haltung, das hat mein Kind total gut verstanden, Katharina eben genauso, sagen, es verändert sich nicht. Und das ist genau das, was du sagst. Das ist ja, natürlich ist ein Seminar was anderes als ein Coaching oder ein Hilfeprojekt oder wenn ich mit Freunden esse, aber es ist ja eine Grundhaltung, ein Grundherzschlag in meinem Leben. Ja, das ist toll. Und das finde ich auch gerade das, was mir daran so gut gefällt, dass man nicht irgendwo hingeht, eine Rolle spielt, rausgeht und wieder eine andere ist, sondern ja, dann ist es auch so authentisch, dann bist du mit dem Herzen dabei und das ist sicherlich das, was dann auch genauso in der Wirkung rüberkommt. Ja. Ich hätte noch eine Frage zu einer Übung. Hast du eine Übung, die du unseren Hörern und Hörerinnen so aus deiner Arbeit heraus noch so mitgeben könntest? Also wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer Lust haben, mögen sie mir gerne, du hast meine Kontaktdaten vielleicht nachher dabei noch, Ja, die können wir gleich noch sagen. ja, Genau. genau, mir eine Mail schicken. Und zwar würde ich Ihnen sehr gerne eine sehr kraftvolle Übung zumailen, wenn Sie es wollten. Einfach anfragen, das ist der Wertekompass. Also der Wertekompass macht nochmal ganz deutlich, welche Werte sind bedeutsam in meinem Leben. Man macht da, setzt da verschiedene Prioritäten. Ich habe so einen Wertekreis, Wertekompass, verschiedene Werte reingegeben. Und gibt es eine Übungsanleitung zu, um nochmal A, ein Bewusstsein zu haben, was ist wirklich bedeutsam, wofür kann ich mich empören, ne? Was geht gar nicht. Und wo kann ich aber auch mal ein bisschen nachgeben. Weil oft ist es so, dass Menschen, also es ist auch in Unternehmen genauso oder auch in der Familie, da liebt einer die Sicherheit und die Genauigkeit und die fünfte Stelle hinter dem Komma und ist Excel-Tabellen-Liebhaber und der andere ist total abgenervt, weil er den Wert Freiheit hat. Ne? Da gehen wir mit den Details vom Weg hier. Ich möchte einfach die große Vision haben. Und jedes Mal, wenn ich den Wertekompass erlebt habe, wird der Mensch klarer mit sich selber. Und natürlich kann man es gut in der Partnerschaft, auch in der Firma machen. Um zu wissen, wir brauchen unterschiedliche Fähigkeiten oder unterschiedliche Werte, Prioritäten in einem Team, aber oft bekommen sie keine Toleranz. Da ist der eine der Erbsenzähler, der andere kriegt nichts gebacken, hat aber viele Träume, statt zu wissen, ey, super, dass du so ein Excel-Tabellenliebhaber bist. Also Gott sei Dank, meine Mitarbeiterin auch seit 30 Jahren bei mir, die liebt das.
Ich bin halt froh, weil ich will das nicht und ich kann das deswegen auch nicht. Und da packe ich ihr das hin und sage, mach du das und die liebt das. Ich würde wahnsinnig werden. Also ich habe einen Menschen um mich herum, der überlegt 3 Monate, welche Winterreifen wir haben. Dann denke ich, kauf doch einfach. Wir haben schon wieder. Haha. So, und aber wenn man weiß, ah, okay, das ist mein Wert und ich brauche auch jemanden, der meine Werte ergänzt, die ich nicht so stark habe, das ist eine ganz tolle, wirklich eine ganz tolle Übung. Und der nächste Schritt ist dann auch nochmal zu gucken, das, was mir in meinem Leben bedeutsam ist, ist das, was ich in das Leben reinleben darf, ist nicht das, was die anderen mir schenken sollen. Also wenn ich immer sage, ja, mein Partner oder mein Chef oder wer auch immer wertschätzt mich nicht und ich dann frage, wertschätzt du den anderen? Nee, ah, alles klar. Aber ich meine, ich komme vom Bauernhof, das weiß auch jeder, ohne Bauernhof, was du nicht in den Boden gibst, kannst du nicht ernten. Schönes Diese Bild. Haltung, zu haben, was mir wichtig ist, lebe ich in das Leben rein, in meinen unterschiedlichen Rollen. Und die Chance, dass ich das wiederbekomme, ist da, aber ja, ich mache ja keinen Deal. Und das erlebe ich auch immer in den Coaching-Seminaren, dass die Menschen sagen, ah, okay, ich soll das reinleben. Okay, dann müssen wir nochmal zurück auf Start, ja. Das habe ich anders gedacht. Das ist eine ganz kraftvolle Übung. Dann mir einfach eine Mail schicken und dann maile ich Ihnen das zu. Ja, super. Tolles Angebot. Ja, magst du deine beiden Internetseiten noch sagen? Sehr gerne. Die www.heuteisteinlächeltag.de ist unsere Seite, auch wunderbar. Wir geben gar kein Geld aus für irgendwelche wunderbaren Internetdesigner, Webdesigner. Es ist alles wirklich auch geschenkt. Alles, was wir machen, wird wirklich uns angeboten von Mitgliedern. Also auch diese Seite ist von einer tollen Frau konzipiert worden, ohne Honorar. Dort gibt es ganz viele Geschichten über den Verein. Dort gibt es auch einen Link zu den Produkten. Ich habe über den Becher ja kurz gesprochen, dass es schon so viele wunderbare Geschichten erlebt hat. Wer Lust hat, mal auf meine Webseite zu gucken, meine Firma heißt People First, also fast perfekt mit meinem Nachnamen, also mit Ö geschrieben. Und wer Lust hat, mir eine Mail zu schicken mit dem Wunsch Wertekompass, einfach an info@people-first mit OE.de schicken und dann einfach als Stichwort rein unseren Podcast oder deinen Podcast und dann mailen wir das direkt zu. Ja, super. Und bei der www-Adresse ist First aber auch mit OE, ne? Ja, richtig, genau. Okay. Also wer da mehr wissen möchte, kann sich da bei beiden Seiten noch sehr schön informieren, auch über alles andere, was du so machst. Und danke für das Angebot, dass man sich an dich wenden kann. Ja, sehr gerne. Was möchtest du noch als kurze Botschaft unseren Hörern und Hörerinnen mit auf den Weg geben? Du hast ja schon viel gesagt, aber ich finde es immer so schön, nochmal dieses Kurze, was man noch so mitgeben möchte. Ja, ich bin ein großer Fan. Ich habe Mutter Teresa ja nicht persönlich kennengelernt, aber alles, was ich gelesen habe, hat mich begeistert. Ich habe ja vorhin schon ein Zitat gesagt, ne? Glücklich ist, wer glücklich macht. Und was mich auch so beeindruckt, sie hat einmal gesagt, lass es nicht zu, dass ein Mensch nach einer Begegnung mit dir nicht glücklicher ist als zuvor. Da sind ja zwei Verneinungen drin, damit hebt sich das ja auf, was ja im Klartext dann bedeutet, es ist deine Aufgabe, in jeder Begegnung einen Glücksbonscher rüberzugeben. Und zu wissen, ich komme eben, was ich auch vorhin schon sagte, ich komme da selber drin vor. Ich mache das einfach, weil ich das mache, ohne dass der andere mir was zurückgeben muss. Und dann wirklich auch zu merken, wie beseelend das für einen selber ist. Und das ist keine große Sache, das ist das, was wir selber für uns und für den anderen machen können. Und ich finde, diese Welt braucht das. Ach, das hört sich gut an. Das spricht mir sehr aus dem Herzen. Und ich merke auch nochmal so aus meinem Kontext, dass es auch immer wieder mit Erlaubnis zu tun hat. Viele Menschen erlauben es sich nicht, in diese Begegnung zu gehen. Und weil sie Sorge haben, dass sie nicht gut ankommen, dass sie belächelt werden. Ach, die lächelt ja immer nur, die grinst den ganzen Tag. Ich finde das so schön, was du alles gesagt hast, was wir damit so Positives bewegen können. Also, ja, liebe Hörer und Hörer, ich möchte euch bestärken, lächelt in die Welt. Dann lächelt sie auch zurück. Genau. Und selbst wenn nicht, habe ich ja dieses Lächeln. Na klar, also das habe ich auch so oft erlebt. Ja, wenn ich dann, ich gehe jetzt auch nicht dauernd grinsen durch die Gegend, aber wenn ich jetzt spazieren gehe oder wenn wir spazieren gehen, dann grüße ich ja die Menschen, die ich treffe. Ne? Und dann so dreimal noch umgeguckt, kennen wir uns? Ich so, nee, wir kennen uns nicht, aber ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Hä, okay. Also wir sind dann oft überrascht, wenn ich jemanden anlächle und der sagt, haben Sie heute noch nicht die Zeitung gelesen? Gibt nichts zu lächeln. Also die Zeit Aha. zeige ich auch. Das meine ich aber auch mit absichtslos, einfach absichtslos reinzuschenken in das Leben und der andere lächelt zurück oder nicht. Ja? Aber wenn ich das aus meinem Herzen heraus mache, dann kann ich das auch stehen lassen, wenn jemand damit gar nichts anfangen kann, weil er ganz irgendwo anders steht gerade.
Ja, ganz wichtig, ganz wichtig. Ist gut, dass du das nochmal so sagst, dass man da nicht immer nur denkt, oh, jetzt habe ich doch schon gelächelt und er lächelt nicht. Dann haben wir wieder diese Kontogeschichte, ne? Dass Ja, das immer genau. gleich bedient werden muss. Ja, genau. Ja, genau, das einfach stehen lassen und es für sich als Glücksbringung, dass man es versucht hat, dass es selber einem dabei gut geht, dass man eine Intention hat, was zu tun, aber es nicht gleich diese Erfüllung, direkte Erfüllung haben muss, ne? Ganz Ja. genau. Ja. Jetzt sind wir schon am Ende angekommen von unserem wunderbaren Gespräch. Und dafür danke ich dir jetzt wirklich sehr, dass ich über den Lächeltag sprechen konnte. Ich bedanke mich sehr. Es hat mir viel Freude gemacht. Ich finde es sehr bereichernd, mich mit dir zu unterhalten. Und ich möchte dich bitten, dass wir nochmal zum Schluss herzhaft zusammen lachen. Ah, liebe Regina, liebe Hörer und Hörer, lacht noch einmal mit mir. Ne? Ach, schön. Dann wünsche ich dir viel Erfolg weiter für euren Verein, für deine wunderbare Arbeit und sage heiter weiter. Lach's gut und freue mich auf ein Wiederlachen. Vielen Dank, alles Liebe und viele Lächeltage für dich und für alle. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Möchtest du von meinem Podcast durch dein Jahr begleitet werden? Du kannst ihn kostenfrei abonnieren. Und wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, findest du Infos auf meiner Internetseite www.lachyoga-silvia-rössler.de. Silvia mit II vorne hinten und Rössler mit OESS. Ich wünsche dir ein herzliches Heiter weiter. Und freue mich auf unser Wiederlachen.